Und wir sind hier auf der Jagd, zuerst mal den Marussia zu überrunden, den ich irgendwie nicht richtig einholen kann. Der auch nicht wirklich Anstalten macht, Platz zu machen. Vielleicht jetzt. Kollege, wie dicht muss ich denn noch auffahren? Wow, der Qualm dabei. Ja, dann geh doch auch vom Gas. Ich komme nicht vorbei. Der macht null Platz. Ja, der macht überhaupt nicht Platz. Aber jetzt. Ne? Positionskampf kann es nicht sein. Ja gut, aber jetzt habe ich ihn, aber trotzdem hat mich jetzt eine Runde aufgehalten. Bin mal gespannt, ob der nachher noch eine Strafe bekommt. Weil es haben mich sowieso schon die ganze Zeit gefragt, wenn man jetzt zu lange die blauen Flaggen ignoriert, ob es dann eine Strafe gibt. Ja, ich habe 2 Sekunden meine schnellste Runde verloren. So, jetzt machen wir Bullenjagd da vorne. Da vorne ist er. Na, Ricardo will ich noch haben. Und wenn ich jetzt übers Limit gehen muss, okay. Aber den will ich noch haben. Den Platz lasse ich noch nicht streitig machen. Wow. Allerdings, so darf ich da dazu nicht fahren. Aber ich hoffe, er sagt mir jetzt gleich, dass ich eine Sekunde so auf Ricardo gut gemacht habe. Dann wäre ich glücklich. So, sag mal an, Kollege. Wow, ich darf es aber auch nicht übertreiben. Ich habe schon das Gefühl, wenn ich auf ihn aufhole. Scheiß Körb! Nur nicht übertreiben, Andi, nur nicht übertreiben! Dieses, am liebsten wird man jetzt das Auto total überfahren. Ich habe gerade vorhin gesagt, ich habe ja für eine Runde mehr. Dann nutze ich das jetzt auch. So, was sagt er mir jetzt gleich an? Na! Das will ich nicht hören.
Deshalb, Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade auch so ruhig bin. Aber. Ja, ja, ja. Ja, aber ich will den jetzt echt hier haben. Deshalb, ich bin ja gerade voll am Limit. Und deshalb konzentriere ich mich gerade auch ein bisschen mehr. Sehen am Horizont, aber ich kann nicht wirklich auf ihn aufholen. So, was sagst du mir jetzt an? Gott, das interessiert mich nicht. Hä? Ich habe jetzt gerade nie auf Pause gedrückt. Ich hoffe nur, Lenkradwinkel passt jetzt. Irgendwas spinnt gerade wieder. So, gucken wir mal. Irgendwas hat gerade wieder gesponnen, also irgendwie das Spiel ist mir unheimlich an manchen Punkten. Oder ist es das Lenkrad? Oder komme ich doch irgendwie auf den Knopf drauf? Allerdings, so wie die Lenkradbewegung gerade war, passt es eigentlich nicht zusammen. Würde mich mal interessieren, ob ich da der Einzige bin. Ach Mist. Wo ist nur das Speed hin? Ja, schön zu wissen, HGT-Fan. Wo ist nur das Speed hin? Das frage ich mich schon ein bisschen. Beim Qualifying, da war ich so gut dabei. Das war nicht mal eine perfekte Runde, wo ich da auf P3 gefahren bin. Und jetzt im ersten Stint ging es noch, aber seit dem zweiten Stint geht es bloß noch bergab. Kann man noch nicht mal mehr an Ricardo ran? Wollte ich jetzt eigentlich gerade mal abfragen. Nur dass mir die Anzeige wieder vorher zugegangen. Aber ich hatte recht letztes Mal, der Mond wandert wirklich ein bisschen. Huch! Hoppala! War ein bisschen arg heftig abgekürzt. Hab bestimmt wieder eine Verwarnung. Bin ja auch nachher wieder auf die Rennleitung gespannt, was da drin ist. Okay. Ah, pass ich schon drauf auf. Es ist mir ein Rätsel. Es ist mir komplett ein Rätsel momentan.
bin ich so viel schwerer gerade momentan als die anderen. Ich gebe ganz ehrlich zu, ein bisschen pissig bin ich gerade schon. Dass das echt im Rennen jetzt gerade so nach hinten geht. Ich meine, dass ich die ersten vier ziehen lassen musste, okay, das war fast schon abzusehen, dass ich das vom Qualifying nicht halten kann. Aber dass ich jetzt gerade nicht mehr mit Ricardo und mit Bottas mithalten kann. Kann man momentan eigentlich nur vorstellen, dass ich wirklich gerade einfach zu viel Sprit an Bord habe. Ja, so soll es ja auch sein. Weil so weit sind wir jetzt auch nicht mehr weg. Ich glaube, wir sind 10 Runden oder so nur noch weg vom Ziel. Na ja, gut. Wenigstens kriege ich wieder Abstand auf Bottas. Kann natürlich auch sein, dass der Red Bull einen besseren Reifenverschleiß hat. Dass der deshalb so viel besser damit zurechtkommt. Aber so langsam muss ich, glaube ich, doch den Ricardo auch abschreiben. Ja, wird ein sehr lehrreiches Rennen, wie schon in China. Nur wenn es gut geht und ich nicht noch mehr so scheiße baue, dann werden es hier jetzt wenigstens mal ein paar Punkte. Ich glaube, das Beste seit Australien dann. Und, und nächstes Mal geht es dann weiter in Europa, dann kommen wir nach Barcelona. Da bin ich schon sehr gespannt. Weil da sollte ich vielleicht noch ein paar Chancen mehr haben. Weil es da eben, wobei ja, da hat es trotzdem, da haben sie ja die Hanadel eingebaut und die Schikane vor der letzten Kurve. Hat es auch so ein paar Punkte, wo man von weit unten hoch beschleunigen muss. Wo ich ja, glaube ich, die größten Nachteile habe. Also bin ich schon sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Danach eben Monaco. Auch spätestens für Silverstone, da rechne ich mir doch einiges aus. Wenn ich die Stärke mit den schnellen Kurven so einigermaßen aufrechterhalten kann. Schade, dass diesmal Hockenheim nicht drin ist. Weil in Hockenheim hätte ich mir echt ganz viel ausgerechnet, aber das ist ja nur 2014 oder so. Aber vielleicht geht ja was in Budapest. Weil da hat es so viele, hat's viele mittelschnelle Kurven. Jetzt haben wir einfach mal ab, die Saison ist ja noch lang. Mein Ziel mindestens einmal aufs Podium. Wenn auch nur mit Glück. Aber irgendwie sollte da vielleicht was machbar sein. Runden. Okay. Gut, auf Bottas baue ich auch aus, das ist auch gut. Ja, ich glaube, Ricardo, den sehe ich nicht wieder.
Schade, wäre ich bei ihm in der Nähe rausgekommen. Ja, da war Framerate ein Punkt gewesen. Ja gut, hätte wäre wenn. 11 Runden jetzt auf jeden Fall noch. Die bringen wir ja auch vollends ins Ziel. Und dann bin ich zumindest mal mein bestes Rennen bis dato gefahren. Der Schauer ist auch nicht mehr gekommen, den jetzt mir mein Rennen schon hier angesagt hatte. Ist auch schön. Wobei es mir echt verblüfft hat. Armer sieht es am Himmel auch gar nichts. Immerhin, im Qualifying, da war es bedeckt. Das sah doch recht spektakulär aus, wenn da oben die Wolken stehen. Das konnte man sich wirklich angucken. Wahnsinn. Noch 10 Runden. Oh, für aufs würdige kommende Rennen habe ich jetzt schon besprochen. Nächstes Mal Barcelona, dann Monaco, Kanada, Spielberg, Silverstone. Ich meine, es ist schlimm, wenn man den Kalender auswendig weiß. Also da stehen noch einige spannende Rennen bevor. Ich weiß, bei mir geht es nicht ganz so schnell wie bei manchen anderen, weil ich eben diese Aufteilung in 3 Teile mache. Aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem damit leben. Und ja, gut, der Teil hier ist jetzt natürlich nicht sonderlich spannend, weil es eigentlich gar keine Renaction gibt. Allgemein gab es jetzt in dem Rennen wenig Renaction. Weil entweder habe ich nur kurze Begegnungen mit jemandem gehabt, die sind mir dann weggefahren, oder ich habe die Leute immer wohl auf Distanz gehalten. Sekunden auf Bottas passt. Oh, mir tut mein Hintern weh. Weil diesmal habe ich auch gar keine Pause gemacht. Diesmal bin ich das Rennen wirklich durchgefahren. Gibt sicherlich Angenehmeres. So. Der muss ja gar keinen Grip haben. Wenn er sogar auf mich ist, in der Sekunde verliert. Wenn ich jetzt wieder sehe, wie langsam die harten Reifen sind. Wenn sie frisch sind, dann sind sie gar nicht so viel langsamer, vielleicht eine Sekunde. Aber jetzt abgenutzt, das sind sie ja deutlich langsamer wie die Weichen. Also es wäre theoretisch dann doch wieder eine Überlegung gewesen, mich doch ein 3-Stop-Rennen zu machen. Aber das ist echt brutal schwierig zu timen, weil man eben nicht die Übersicht hat, die man ohne die Hood sonst eigentlich hätte. Aber es wird definitiv wieder die Strecke kommen, wo die harten Reifen noch deutlich langsamer sind. Also nach wie vor sage ich, in Malaysia wäre 3 Stopp sinnvoller. Und ich denke, es kommen ja noch die Strecken, wo die ganz harten Reifen wieder zum Einsatz kommen. Wenn es wirklich an denen bloß liegt, dann kann ich mir für Silverstone schon mal eine 3 Stopp überlegen. Ansonsten müsste ich echt überlegen, wo wir es noch bekommen könnten. Ah, ja. Es kommen ja noch Strecken. Oder komplett. Wobei halt, das müsste ja eigentlich schon nächstes Mal sein. Barcelona haben sie normalerweise immer die härtesten Mischungen dabei von der Pirelli. Weil da die Fliehkräfte so extrem hoch sind. Oh, jetzt bloß nicht nachlässig werden.
Ich fahre ja gerade ein Murks zusammen. Jetzt fangen langsam auch die harten Reifen an abzubauen. Eigentlich erstaunlich, normalerweise sollten die harten länger halten. Runden, 15 Kilo. Aber er hat mir jetzt nichts gesagt, dass ich Sprit sparen soll. Dann gehe ich mal davon aus, dass die 15 Kilo ausreichen. Hoffe ich. Wenn nicht und er warnt mich nicht, dann wäre ich doch ziemlich sauer. Und jetzt warten wir gerade mal ab. Hat immer Probleme mit Bremspunkten in die erste Kurve zu treffen. Aber 8 Runden sind noch lang, oder beziehungsweise 7 Runden. Und wird das wieder Reifen abbaut, das ist echt abnormal. Also hat die Weiche viel, viel besser gehalten. Was, 3 Sekunden? Bei dem müssen die Reifen fertig sein. Wenn er sogar trotzdem noch auf mich verliert. Oder er hat einen Crash, kann auch sein. Was er gerade überholt wurde. Aber trotzdem, es ist schon ein bisschen erstaunlich, was hier abgeht. Aber wenn ich das hier durchhalte, fällt mir auch gerade so auf, dann wird es mein erstes Rennen, in dem ich nicht überrundet wurde. So, dann sind es nur noch 6 Runden. Das Geheimnis werde ich nicht mehr lösen, warum Ricardo so viel schneller ist wie ich. Aber Hauptsache, das Ding kriegen wir jetzt durch. Platz 6 sichern. Wichtige Punkte abholen. Habe ich durchaus mal nötig. Und auch in dem Sinne könnt ihr mir auch gerne weiteren Tipps schreiben, wenn ihr noch welche habt, was ich anders machen könnte. Bin ich durchaus offen für alles, beziehungsweise auch gerne am Überlegen. Jetzt denke ich zum Beispiel gerade wieder dran, dass ich noch früher schalten könnte. Ja, und was ich auch schon wieder befürchte, was ich gleich sehen werde, ist ein enttäuschter Kimi. Ach, Rosberg führt, okay. Leider. So, jetzt dürften es noch 5 Runden sein. Frage trotzdem mal nochmal. Ja. 5 Runden noch, dann haben wir das Jahr wieder hinter uns gebracht für das Saisonrennen. Mann, das zieht sich ganz schön. Das ist immerhin, glaube ich, auch der 13. Teil, wenn ich es richtig gerechnet habe. Ja gut, ich habe ja eigentlich auch nicht vor, noch eine zweite Pro-Season zu machen. Eigentlich will ich diese eine machen und dann ist gut. Und dann, wenn es optimal läuft, würde auch schon 2016 rauskommen. Je nachdem, wann sie das Spiel dann fertig kriegen.
Also war's schon. Was? Ich habe 3 Sekunden auf Butters verloren. War der eine Box? Ah, dann müsste da jetzt einen riesigen Abstand haben. Vielleicht waren seine Reifen jetzt auch fertig. Aber in den 4 Runden, da wird er wohl kaum so viel noch aufholen. Kurz nochmal ausfragen. Ja. Der war definitiv an der Box. Jetzt hat er mehr als 20 Sekunden Rückstand. Ja, gut. Das sollte ins Ziel langen. Vor. Aha. Ne, vorhin hatten wir noch 8 Runden und 15 Kilo, jetzt haben wir noch 4 Runden und 10 Kilo. Müsste eigentlich durchlangen. Also jetzt bringen wir das souverän heim. Auch wenn er mich jetzt gleich wieder warnen wird, dass Bottas mir über 3 Sekunden abnimmt. Schon Wahnsinn, was denn für extreme Lücken sind, dass Bottas sich einen Boxenstopp leisten kann. Dann müssten die Lotus. Vorhin war ja am, oder ja, bei Rennstart war ja noch Maldonado da hinten irgendwo hinter mir. Dann müssten die ja ewig weit zurückgefallen sein. Ich meine, an sich finde ich schon schön, dass sie das so original wie möglich machen mit den Kräfteverhältnissen. Aber so extrem müsste es dann meiner Meinung nach auch nicht sein. Aber gut. Drei Runden noch. Oder sagst du mir was anderes? Zieht sich doch ganz schön. Aber immerhin vom Sprit her hatte ich es dann doch diesmal relativ gut getimt. Aber trotzdem, dann muss ich unbedingt noch gucken, was ich noch besser machen kann über die Distanz. Dass ich den Speed der anderen aufrechterhalten kann. Beziehungsweise, dass ich da mithalten kann. Nur nicht wegschmeißen. Ich weiß, die Reifen sind ziemlich platt. Also wenn es um was gegangen wäre jetzt noch, dann hätte ich mich echt geärgert, dass sie nicht nochmal die Reifen gewechselt hat. Aber jetzt, boah, was haben wir jetzt, lassen wir aber noch mehr nach. Also die sind fertig, die Reifen. Zum zweiten Mal, also ich kapier's immer noch nicht ganz. Aber andererseits meine Rundenzeiten waren fast genauso ab wie die von Ricardo. Mensch, das wollte ich gerade einen Boxenfunk sagen und da muss er mir reinplappern. Weil mich interessiert, wo Bottas ist. Trotz allem. Das finde ich dann schon interessant nachher zu sehen, wie viel er jetzt mit dem frischen Satz Reifen dann noch aufholen konnte. Wow.
Wie gehen tut bei mir jetzt echt nicht mehr. Nur noch 15 Sekunden, alter Falter. Der legt ja einen richtigen Höhenflug hin. Also definitiv bei dem Abbau, da hätte ich eigentlich schon viel früher entscheiden müssen, dass ich mir dann noch einen frischen weichen Satz hole. Also das ist echt, boah. Heftig. Na egal, jetzt geht's in die letzte Runde. 3 Sekunden langsam ist meine schnellste. Meine Reifen sind echt fertig. Und Rosberg ist wohl gerade hinter mir ins Ziel. Ui. Das war wieder ganz knapp an der Überrundung vorbei. Aber da Bottas dann überrundet hat, bedeutet das auch, dass mein sechster Platz damit sicher ist. Und ich das Ding hier jetzt ganz schön nach Hause tragen darf. Erstes Fahrzeug, das nicht überrundet wurde, P6. Naja, geht eigentlich besser, aber gut. Bringen wir das Ding voll ins Heim. Wobei mich mal interessieren wird, was jetzt mein Ingenieur sagt, wenn ich nach einem Fahrer hinter mir frage. Erstmal schön durchbeschleunigen. Okay, er gibt gar keinen Abstand mehr durch. Auch nice. Wenigstens daran haben sie gedacht. Dann bringen wir mal das rote Ding jetzt hier nach Hause. Puh, war wieder ein hartes, langes, anstrengendes Rennen, aber es kommen noch härtere. Vor allem vor Singapur, da graut man es jetzt schon, aber es dauert ja zum Glück noch ein Weilchen. Hauptsache im Ziel. Halt, sag mal, der Rosberg hat, ist halt im Ziel trotzdem noch so schnell gefahren, dass er mich fast überrundet hat. Auch top. Ja, und Kimi ist enttäuscht. Was für ein fantastisches Resultat für Sebastian Vettel. Er hat heute eine brillante Leistung erbracht. Ja, und der Heiko Wasser spinnt auch ein bisschen. Hat im Qualifying noch gesagt, dass Ricardo auf Pole ist. Top. So, gucken wir mal, schnellste Runde war ich eigentlich gar nicht so weit weg. Aber die war halt im zweiten Stint. Alle zwei Stops, außer Bottas Grosjean, da waren die Reifen eben fertig. Dann sieht man mal, was der Bottas noch für ein Tempo anschlagen konnte. Gehen wir mal zur Rennleitung. Oh, ist relativ wenig passiert. Grosjean Kollision mit Maldonado, Rosberg Kollision mit Vettel. Kimi, Kollision mit Ricardo, das war mein Dreher. War also allein meine Schuld, jetzt wissen wir's. Quert, Kollision mit Massa, dafür hat sich Massa revanchiert. Kollision mit Quert. Muss aber dann eine Überrundung gewesen sein, theoretisch. Und Quert noch eine Kollision mit Alonso. Wollte noch Kontakt suchen. Lass mal gucken. Oh ja, sogar so Kontakt mit Alonso, dass er ausgeschieden ist. Quert noch ganz knapp vor beiden Manors gelandet ist. Ja gut, Fahrerwertung habe ich jetzt wenigstens 20 Punkte. Ich bin gar nicht so weit weg von Bottas. Von Ricardo und Massa. Vielleicht geht da noch was. Vettel deutlich wärmführend. Ja, Ferrari fehlt in der Konstrukteurswertung leider 31 Punkte. Da habe ich ja auch nicht dazu beigetragen von dem Rückstand. Und dann sehen wir jetzt gerade nochmal die Wiederholung von meinem miesen Start. Aber ganz ehrlich, wenn ich hier die TV-Version sehe, finde ich nicht so. Finde ich die Grafik nicht ganz so ansehnlich. Oh, was machen die da hinten denn? Da haben sich Bottas und Hamilton fast weggedreht. Dadurch ist der Hamilton so weit zurückgefallen. Jetzt hat man gerade wieder Framerate-Einbruch. Auch cool. Ja gut.
Hauptsache, das Rennen ist geschafft. Und dann, jetzt kommt ja eh bloß noch ein Bildschirm, wie es weitergeht. Nächstes Mal eben in Spanien. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß beim Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.